Also ich bin gerade erst aufgestanden, wollte mir eigentlich einen Kaffee machen. Dann habe ich gesehen, Kaffee ist alle. Habe ich mir ersatzweise Kellogg's gemacht mit 3,5%iger fettarmer Milch, obwohl ich laktoseintolerant bin. If somebody is labern, wenn jemand labert, I got the impression the guy is just talking but he's not really telling me anything. Was, Bruder? Die Polizei auch wieder hier versammelt, um Steuergelder einzutreiben. Ich so, die Polizei ist auch am Start, der so, ja, als wenn er bei mir voll den angesehenen Status hat. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr seht, der Dreier steht schon hier. Am Thumbnail erkannt, ich habe den Dreier aufbereiten lassen von dem Brä hier. Den Kontakt, den packe ich euch unten mit rein als Aufbereiter. Es ist jetzt Sonntagabend, wir haben 21.30 Uhr ungefähr. So, da die Lichtverhältnisse jetzt nicht optimal sind, werden wir uns das gleich am Tageslicht auch nochmal angucken. Ja, ich bin auf jeden Fall von dem Ergebnis mega geflasht. Der Lack sieht auf jeden Fall super geil aus, der Innenraum sowieso. Und wie das jetzt im Detail, was da genau gemacht wurde und etc. und Aufbereitung, ob sich das lohnt oder nicht, das werden wir gleich besprechen. Jetzt gibt es erstmal ein Carporn und wir haben anschließend dann den nächsten Tag. Let's go! Going up, elevate, watch me demonstrate. On time, never late. I grind, celebrate. No pump fake, hesitate. I've been scoring every day. Champagne Perrier. Since 9-3, been in the box, now stepping up to home. Like straight out the sand lot, now I'm plying on the globe. I work hard, I show love, that calm and steady grind. Got this far, I go hard, let God take control. I was starving, skinny, now my weight up. Got no energy for haters. See you trying, see you later. I'm shooting for the stars, need no laser beam blowing like the greatest. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben den nächsten Tag. Ich bin gerade erst aufgestanden. Wir haben, glaube ich, 9.30 Uhr. Ich war gestern so in Euphorie, dass ich die Hälfte vergessen habe. Aber das werde ich gleich alles nochmal nachholen. Da steht das Baby, was wir uns gleich nochmal. Mein Gott, du, die denken auch, das wäre hier eine Autobahn. Hier ist 50. Also nochmal, hier steht das Baby. Und da steht das andere Baby. Okay, setzen wir uns mal rein und gehen mal an eine ruhigere Stelle. So, sind wir. Also einmal kurz zu gestern. Der Aufbereiter kam gestern nicht zu Wort. Aus dem Grunde nicht, weil ich es verpeilt habe, sondern weil er ein bisschen kamerascheu ist und weil er so ein bisschen in der deutschen Sprache nicht ganz so fit drauf ist. Deswegen wollte er nicht vor die Kamera treten. Ihr habt ihn ja kurz eingeblendet im Bild gesehen gestern. Es ist so, wenn jemand aus dem Raum Fellbad, Wülfrath, Ratingen, Hilden, Wuppertal kommt, der kann sich gerne bei mir melden auf Instagram und dann connecte ich euch, also den Aufbereiter mit euch. Und ja, schauen wir uns mal die Aufbereitung vom Dreier hier an. Eigentlich ist der Wagen ja sowieso ein sehr sauberes Kfz, aber er hat nochmal so, so das Salz auf dem Steak gegeben. Und was genau? Mein Gott, du. Und heute wollte ich ein bisschen das Thema behandeln. Jeder, der noch keine Berührung mit Aufbereitung hatte, was muss man sich exakt darunter vorstellen und für wen lohnt sich überhaupt so eine Aufbereitung? Wenn ihr zum Beispiel einen PKW verkaufen wollt, dann würde ich auf jeden Fall den Wagen aufbereiten lassen, weil da holt ihr nochmal locker 500 Euro bis 1000 Euro im Verkaufspreis raus. Und wenn ihr so ein Liebhaberfahrzeug fährt, wie ich es hier tue mit dem Dreier, dann würde ich das so alle 2 Jahre empfehlen. Mindestens jedes Jahr wäre natürlich der optimale Zustand. Und ja, so Aufbereitung, jemand, der noch nicht wirklich Kontakt damit hatte, beginnt so bei, also ich rede jetzt von mindestens mit einer Politur, bei 120 Euro. Das kann aber auch bis 250 Euro gehen, je nach Zustand des Fahrzeuges. Oh mein Gott, Alter. Und dann gibt es natürlich noch Fahrzeugveredelung,
da sind wir natürlich in einem Segment bis 1000 Euro und drüber. Da reden wir dann von Nanoversiegelungen, aber das ist jetzt ein Thema für sich. Da wollte ich jetzt nicht drauf eingehen. Also schauen wir uns die Aufbereitung mal an. Ich werde vorab ein paar Bilder einblenden von der Aufbereitung im Detail. Da sind so Sachen bei wie hier drunter, diese Mulde, die hier ist, wo das Dach später drin verschwindet. Da habe ich jetzt keinen Bock, das aufzumachen. Das Wetter sieht auch nicht gerade gut aus. Da können wir mal kurz reinschauen dann. Und dann auch, was ganz geil geworden ist, auch so Sachen wie alles, was hier in der Radmulde passiert. Das sieht man dann gleich auch in den Detailfotos. Okay, Detailfotos dann in 3, 2, 1, go! So, jetzt einmal zu den Details von diesem Fahrzeug. Dieser Wagen hatte diverse Kratzer. Die wurden größtenteils, alles das, was oberflächlich war, wurde fein geschliffen und dann rauspoliert. Also man schleift den Lack wirklich an und poliert das dann wieder auf. Was natürlich extrem ins Auge sticht, sind die Felgen. Die hat er auch nochmal. Die waren ja eigentlich sauber, aber die hat er nochmal in den Sternen gesäubert. Und das macht schon einiges aus von der Optik her. Ich hatte mal dreckige Sterne. Hier war noch ein bisschen so Rest Bremsstaub drauf, der nicht abging. Natürlich auch hier eine Reifenpflege drauf. Was mich besonders fasziniert ist, wie der Innenraum aussieht. Das Lenkrad sieht wieder aus wie neu, als wenn das gerade frisch vom Sattler kommt. Auch hier alles, was an Plastik ist, wurde nochmal gereinigt. Die Lüftungsschächte sind jetzt sauber. Die Stoffe wurden behandelt. Hier um die Antenne rum hatte ich auch Kratzer. Auch so gut wie weg. Was natürlich nicht weggeht, ist der Schaden am Kofferraum. Jeder, der die älteren Videos kennt, der weiß genau, was da passiert ist. Wer es nicht kennt, der kann das erste BMW-Video nochmal gucken. Also, hier sind ja so Macken drauf, aber die kriegt man natürlich mit Aufbereitung nicht weg. Diffuser gesäubert. Alle Plastikteile hier, die waren ja in verschiedenen Farben. Das war ja wirklich mal hellgrau, dunkelgrau. Wurden auch gepflegt, jetzt alles schön einheitlich dunkel. Genauso wie die M-Leisten, wenn ich hier mal die Tür zumache. Ja, hier ist nochmal so eine unschöne Stelle am Dach. Für alle diejenigen, die jetzt nicht wirklich in der Materie drin sind und sich fragen, was unterscheidet eine Aufbereitung von einer normalen Reinigung oder einer Wäsche? Also, man kann sehr viel selber machen, so Lüftungsschächte mit einem Pinsel sauber machen oder Reifenpflege drauf machen. Klar, das kann man alles selber machen, das ist natürlich sehr zeitaufwendig. 120 bis 150 Euro und aufwärts sind total gerechtfertigt, weil wirklich ein guter Aufbereiter hängt den ganzen Tag an so einem Auto dran. Und mein Aufbereiter, der hat das Ding ja auch komplett auseinandergepflückt, also die Radmulde komplett leer gemacht und da drin auch und dann hinten auch in den Gestängen von dem Dach in dieser Mulde drin gesäubert und da den Lack gepflegt auch. Und ja, was macht ein Aufbereiter noch? Er hat einen extrem guten Nasssauger für die Sitze, um die Flecken auch rauszubekommen aus den Sitzen. Bei Leder ist das natürlich ein anderes Prozedere. Aber das kommt nochmal hinzu, was man privat nicht so drauf hat. Ansonsten Pflegemittel. Jeder gute Aufbereiter hat da hochwertige Pflegemittel. Die machen nochmal einen kleinen Unterschied in dem, was man halt so privat benutzt. Der größte Unterschied ist wirklich in der Politur, dass man wirklich sehr, sehr viele feine Kratzer rausbekommt, was dann später dem Fahrzeugbild einen besseren Stand gibt auf jeden Fall. Dann kommt man von der Note 3 auch mal auf eine Note 2. Und kann das Auto um einiges vom Zustand her verbessern, gerade auch wenn man verkaufen möchte oder wenn man einfach sein Auto liebt und es schön haben möchte. Ja, Freunde, an der Stelle würde mich auch mal interessieren, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt mit Aufbereitungen. Vielleicht seid ihr Aufbereitung, könnt ihr in die Kommentare mal zu dem Thema was reinschreiben. Hat Aufbereitung von der Beliebtheit zugenommen oder ist es über Jahre hin gleich und welche Kunden lassen ihr Fahrzeug mal aufbereiten?
höheres Segment, mittleres Segment oder kommt auch jemand mit einer Schrottkarre, der sein Auto mal schön haben möchte. Mein Plan ist es jetzt, heute ist Montag, morgen ist Dienstag, da geht der Wagen zum TÜV und bekommt den neuen TÜV für 2 Jahre und dann möchte ich ihn eigentlich abmelden und mindestens ein Jahr oder 1,5 wegtun. Und zu der Idee könnt ihr mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Wir haben jetzt 107.000 auf der Uhr. Mein Plan ist es, so wenig Kilometer wie möglich zu fahren, um den Werterhalt dieses Fahrzeuges auf jeden Fall zu geben. Und deswegen möchte ich ein Jahr oder 1,5 mal wegtun. Oder seid ihr der Meinung, drauf geschissen, fahr den Wagen einfach, hab Spaß damit, ist ein Nutzungsgegenstand und ja, einfach pflegen und fahren. Also das würde mich auch mal interessieren. Ja, Freunde, das war's auch schon wieder für heute. Kurzes Update für den Dienstag, ganz nice. Ich werde das Baby jetzt erstmal in die Garage fahren und dann anschließend das andere Auto holen. Morgen geht der zum TÜV. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wir sehen uns im nächsten Video, da wird es auf jeden Fall einen Ticken wilder zugehen. Also seid gespannt für alle diejenigen, die auch auf Musik und Rap und Hip-Hop stehen. Die kommen da auch auf ihre Kosten. Mehr möchte ich nicht verraten. Mit den Worten, bleibt gesund, bleibt stabil. Peace out. Ice break, give you all what your life is. I know what I say. Give me baby girl, another night.